Ja, im Moment ist es eigentlich noch gut. Ich habe eigentlich nicht gross Schmerzen, es ist nicht gross geschwollen, ich kann normal rumlaufen. Aber in der nächsten Meldung muss ich operieren und ab dann geht es halt eine Zeit, bis alles wieder ein bisschen läuft, bis alle Bewegungen so ein bisschen drin sind. Und das wird wahrscheinlich eher die harte Zeit, wenn du halt wirklich darauf angewiesen bist, dass dir jemand hilft, wenn du da Stück bist und alles, und du musst schauen. Und dann hoffe ich, dass ich so Anfang nächster Saison halt wieder einsteigen kann, weil es halt dauert halt schon ein halbes Jahr und jetzt muss ich darum ein bisschen schauen. Und ja, du, jetzt gibt es eigentlich nicht weiter, sonst dann halt eigentlich richtig Kraft aufmachen, schon auf die nächste Saison alles vorbereiten. Dann habe ich halt dort relativ viel Zeit. Ja, gegen Kriens haben wir ja im Göb gespielt, vor 4 Wochen, das Viertelfinale, und dort haben wir sehr gut gespielt. Also wir haben eigentlich nicht grosse Probleme gehabt, jetzt hoffe ich doch, dass wir so weiterspielen. Und dann ist eigentlich so noch ein wichtiges Spiel jetzt auch, weil nachher kommt noch Bern und dann ist nachher nochmal so ein bisschen Pause, wo die Nazi-Spieler weg sind und dann müssen wir schon nochmal ein bisschen Gas geben. Und darum ist jetzt wichtig, dass auch jetzt so die Spieler, die jetzt krank sind, so, dass die wieder den Rhythmus finden, dass die sicher auch ein bisschen wieder werden, den Spielrhythmus haben so, weil es ist doch immer ein bisschen gross, wenn man dann wirklich Grippe hat und Fieber ist und man ist dann irgendwie 3-4 Tage wirklich im Bett, dann braucht es halt schon ein bisschen länger, bis man auch wieder im Rhythmus und da alles wieder ein bisschen stimmt und von dem her, also erwarte ich, dass das Spiel gegen Kriens wahrscheinlich nicht so super wird, aber eigentlich haben wir nie ein grosses Problem gegen sie. Also denke ich, dass auch das mal nicht so wird sein. Ja, also vom neuen Trainer, ich kenne ihn, so ein bisschen als Spieler. Also ich habe auch schon gespielt, als er letztes Mal in der Nazi A war. Und also ich erhoffe ihm schon viel, er hat ja auch viel erreicht. Also da sicher wird vor allem gute Strukturen alles wieder ein bisschen da reinbringen, dass das Team stimmt. Das ist sicher gut. Und dann muss ich aber sagen, finde ich den Wechsel mit dem Urs Scherer auch gut, weil er ist sicher jemand, der viel Ahnung hat vom Handball. Und das ist sicher auch gut, dass man sein Know-how hier weiter noch brauchen kann, dass er auch noch hier ist und dass er auch von außen noch mal ein bisschen Einfluss nehmen oder etwas sagen. Und da finde ich eigentlich, ist das eigentlich sehr gut gemacht. Und das ist auch hier, was ein auszeichnet, dass man auch probiert, Spieler ein bisschen weiter behalten, dass die dabei bleiben und nicht, dass man da jemanden hier hat und dass die eigentlich dann einfach gehen, sondern dass man das hier so weiterzieht und das finde ich eigentlich gut und da ist sicher auch eine gute Strategie dahinter. Ja, Aufteilung gibt es keine. Jeder macht, was er Lust hat. Je weniger, desto besser. Nein, aber wir haben es wirklich, wir haben es mega gut zusammen, wir haben es lustig. Man kann sich ein vorstellen, wie in einem Haus, einfach, dass eigentlich 2 Verrückte drin sind und keine Betreuer, aber wir schaffen es dann doch größtenteils, dass alles immer korrekt geht, dass wir zu den meisten Terminen auch pünktlich eintreffen. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer ein bisschen laut, sicher immer etwas zum Schnurren da und ist auch lustig. Also von dem her haben wir es wirklich sehr gut. Also wir sind, glaube ich, beide froh, dass wir nicht allein wohnen und dass wir es wirklich auch so gut getroffen haben.